Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Minecraft-Projekt. Es nennt sich Let's Roleplay Fellowship Mod Pack und dieses Modpack könnt ihr mit dem Void Launcher runterladen. Da müsst ihr einfach Void Launcher oder voidsprat.com eingeben und dann könnt ihr ihn dort installieren und dort drauf ist dann der Fellowship Mod. Und wie ihr seht hier, der Mod ist ein bisschen an der Herr der Ringe angespielt und ich möchte eben, wie der Name vom Let's Roleplay schon sagt, ein bisschen mehr Rollenspiel spielen. Ich werde eine eigene Geschichte machen, die könnt ihr dann mithören, zuhören und so den Mod eigentlich auch ein wenig blind spielen. Also muss alles lernen, wie eben die Hauptfigur, und ich werde mich halt so verhalten, wie es in einer Geschichte eigentlich so ist, dass man noch nicht alles kennt und ja, aber mit dem Kräften, das ist das Problem. Ich werde wahrscheinlich so machen, dass ich das, was man Minecraft so ist, weiß, schon weiß, aber das, was mit neu ist von den Mods her, das werde ich noch herausfinden müssen. Also es gibt eine beachtliche Anzahl Mods in diesem Modpack. Und ja, da haben wir viel zu tun. Ich hoffe, wir überleben es. Ich werde am Anfang auf Peaceful spielen, einfach zum Vorbereiten, dass wir nicht... Nein, ich könnte mir auf Easy spielen. Ja, spielen wir auf Easy. Ich hoffe nur nicht, dass wir nicht sterben. Weil, ja, irgendwie... Genau, dann machen wir so, als würden wir beim Bett wieder aufwachen. Genau. Und wenn ihr Lust habt, kann ich das bei anderen Mods dann weiterführen. Also wenn ihr dann merkt, ja, der Mod ist da ein bisschen ausgelaugt. Also das Modpack ist ein bisschen ausgelaugt. Kann ich auch ein anderes Modpack verwenden. Aber wir finden zuerst mal dieses, weil das einfach am meisten Rollenspiel-Zeugs hat. So. Dragos Geschichte 1. Dann Bauwerk an, Welttyp machen wir Highlands. Es gibt noch Highlands LB, aber das kenne ich nicht, also das weiß ich nicht, was der Unterschied ist. Cheats machen wir an, wenn wir wirklich mal nicht weiterkommen, dann haben wir eben noch Cheats. Und dann erstellen wir mal die Welt. Ich hoffe, alles geht gut und ja, stürzt nicht ab, das ist sonst... Und da beginnt es eigentlich schon, wenn der Charakter geladen ist, also alles geladen ist und ja. Okay. Seid gespannt und ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, natürlich auch in die Kommentare schreiben. Und jo. So. Okay. Wir sind... in einer Savanne. Ja. Okay, dann werde ich mal beginnen. Oh, shit, war das eine Bruchlandung? Wo bin ich denn hier rausgekommen? Sieht südlich aus. Da muss ich unbedingt... Oh, hier ist Feuer. Hier brennt ein Feuer. Wir müssen das löschen. Sonst bekommen wir dann noch den Waldbrand zu spüren. Oh, ich bin immer noch ein bisschen müde. Bisschen kaputt. Ah, Hilfe! Weg damit! So. Das ist nicht gut. Autsch! Hilfe! So. Ah, hier ist ein Lavasee. Oh je. Gehen wir lieber ein bisschen weg. Und wir brauchen ein bisschen Holz. Müssen ein bisschen Holz. So, mitnehmen. Ja, hier sieht's wild aus. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo eine Wohnung oder wenigstens etwas Essen bekommen. Ah, dort vorne hat es schon mal eine Siedlung. Hoffentlich wohnt da auch jemand. Und wir können, bevor wir verhungern, noch einen schönen Platz finden. So, genug. Jetzt gehen wir mal.
Hier hat es irgendwelche Erze, da können wir auch wahrscheinlich sie bald gebrauchen. Der sieht mir ein bisschen gefürchtig aus. Süße Pferde hat sie hier. Und eine riesen Schlucht. Oh, ich habe Angst. Hier hat es einen Obsidianturm. Da oben hat es auch noch eine dunkle Gestalt. Seid ihr nett? Hallo? Die sind nett. Aber die sehen aus. Da müssen wir aufpassen. Eventuell mögen sie uns nicht so lange. Ah, etwas zu essen. Sehr schön. Dann können wir uns ein bisschen eindecken. So. Die haben so komischen Ton, da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht... ein alter Opa. Ein älter Fahrlander. Ihr bietet nur komische Sachen an. Ich weiß ja nicht, ich fühle mich da nicht so sehr wohl. Wir müssen weiterschauen. Nehmen wir diese Körner, da können wir sicher irgendwas anpflanzen. Und ja, ich denke, wir gehen mal ein bisschen weiter. Upsa. In diesem Buch steht nichts. Hallo? So, geht mir schon ein bisschen besser. Aber ich habe bald Durst. Hier haben wir Pferderüstungen gefunden. Könnten wir später mal gebrauchen. Ich will nicht immer die ganze Zeit laufen. Wir gehen ein bisschen uns erfrischen. Trink, trink, trink. So, und auch eine Festung. Ich hoffe, hoffentlich ist sie nicht bewohnt. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sind noch sehr geschwächt, wir haben noch nicht viel. Noch kein Schwert, noch keine Rüstung, noch keine Werkzeuge, noch nichts. Ja, das scheint eine Mauer zu sein oder sonst irgendwas. Da müssen wir vorsichtig sein und hier außen herum. Man kann nicht hoch. Okay, sparen wir das. Auf später, auf. Ups. Oh. Vorsichtig sein. Oh, was ist denn das für eine Figur? Hier hat es irgendwelche Wurzeln. Güsalgrün. Ja, die kann ich nicht essen. Nehmen wir die mal mit. Vielleicht können wir sie ja für irgendwas gebrauchen. So, diese Bäume überall, alles ein bisschen, ja, ein bisschen unbekannt, bisschen. Da müssen wir noch uns ein bisschen interagieren können, aber wir lernen ja schnell und dann können wir auch überleben, also. Ja, ich hoffe, es liest jemand, also. Meine Tagebücher, was ich so erlebe in einer wildfremden Welt. Ich denke, das ist mal irgendwie eine Statue, eine Vogelscheuche, sonst irgendwas. Ich lasse sie mal, sonst wird noch jemand erzürnt. Und wir bekommen dann auf die Schippe. So, also die ersten paar Minuten oder Stunden sind schon mal gut verlaufen, aber ich bekomme so langsam Hunger über und ich weiß nicht, ob ich das Essen noch aufsparen soll oder warten soll. Aber wahrscheinlich, überall gibt es diese Kreaturen, aber wahrscheinlich werden sie dann verdorben sein oder sonst irgendwas. Ah, hier hat es eine Werkbank, ich weiß schon, was ich so für Sachen machen kann.
Wir brauchen unbedingt eine Spitzhacke, sonst können wir keinen Stein verarbeiten und finden. Ich denke, das reicht so. So, sorry dafür, aber ich musste den mitnehmen. Also, dann geht's ja schon mal gut. Und da oben ist ein Haus. Da habe ich ein Haus gefunden, aber ich habe mich nicht genähert. Ich bin dafür irgendwo in eine Höhle reingegangen. Es war sehr finster in dieser Höhle. Aber die erste Kohle habe ich schon recht weit im Anfang der Höhle gefunden. War lange Zeit beschäftigt, alle Kohle abzubauen. Aber ich brauchte die Kohle. Ich musste reich werden. So. Ich schaute noch ein wenig in der Höhle, aber hatte irgendwie Angst vor der Dunkelheit. Und ging deshalb wieder raus. An der frischen Luft habe ich noch ein bisschen Stein abgebaut. Und ja. Und wir gehen weiter und ich werde jetzt wieder in der Gegenwart sprechen. Also, ja. Oder schreiben. Ist besser so. Oh. Wir sind ja sehr stark. Hätte nicht gedacht, dass wir einen Huhn mit einem Axtschlag besiegen können. Die Schafe mussten leider auch dran glauben. Wir brauchten die Wolle. So. Und wir haben überall Zivilisationen. Ob das irgendwie gut geht. Ich weiß ja nicht, wir sind einzigartig. Es gibt überall Endermänner. Und sonstige Grünlinge. Und die haben mich getroffen mit in... Nee, ja. Ins Knie. Okay. Aber ich blute irgendwie nicht. Wahrscheinlich habe ich gar kein Blut. Ich hoffe, ich habe Blut. Aber wahrscheinlich war der Pfeil auch nicht allzu tief drinnen. So helles Wasser, für was ist denn das? Merkwürdig. Und ich merke es langsam, es wird dunkel. Wir sollten irgendwo eine Behausung finden und wir haben. Was haben wir dann da gefunden? Machen wir hier mal einen Weg nach oben. Das wird Ihnen sicher nicht viel stören. So. Ein anderer Spieler oder Meadow. Der will Landminen. Und wir bekommen Eisenbärenbusch. Nein, da haben wir nicht gehandelt. Ich denke mal, wir gehen hier oben weiter und schauen, was hier so ist. Die Spinne hatte keine Angst gegen mich. Ich wurde zwar ein bisschen getroffen, aber hab's easy überlebt. Das sind auch
Dorfbewohner spawnen, die spawnen einfach so plötzlich. Hier gibt es überall so 2x2 große Pools mit komisches Wasser drin. Sehr merkwürdig. Wir haben beschlossen, wir bleiben hier oben ein wenig und werden schon mal uns ein Bett machen, damit wir schön schlafen können, weil wir sind sehr müde, wir haben viel erlebt. Und schlafen sobald auch ein. Völlig hungrig und fast am Herunterfallen sind wir aufgewacht und essen erstmal eine Kartoffel. Eine komische Figur schaut uns von einem nahen Berg an und den Krach der Dorfbewohner, die hier spawnen, sind nicht gerade toll. Oder ist nicht gerade toll. Wir haben soeben gelernt, wie man Fackeln macht und haben das ausgenutzt, um uns ein bisschen Licht zu verschaffen in der Dunkelheit. Also wenn es wieder dunkel wird. So, und haben ein Schneeglöckchen-Samen gefunden. Schön. Die gefundene Truhe benutzen wir als Speicher für die Samen und für die Blumen, Bambus, Reis und einen Belladonna-Samen haben wir auch noch gefunden. So. Ein bisschen entlastet gehen wir nach unten und graben uns eine kleine Höhle. Ängstlich den Berg hochschauend zu dieser komischen Gestalt sind wir jetzt nun unten angekommen und schauen nach einer Höhle. Und wir haben schon mal eine Höhle oder einen Eingang gefunden. Vorsichtig schauen wir kurz rein, aber haben schon fast Angst. Nein, der verscheucht uns wieder. Aua. Uff. War das knapp. So. Wir finden zwei Boote, die nicht gerade nett aussehen. Wir entscheiden uns natürlich für das netter aussehende Boot und sehen eine Piratenflagge. Schauen wir mal näher an. Ja, es ist eine Piratenflagge und wir sehen auch Spawner. Deshalb gehen wir nicht dorthin, nicht aufs Schiff. Und nähern uns lieber den zwei Gebäuden im Hintergrund. So, was haben wir denn hier? Ich denke mal, das ist keine Falle. Ja, da sind wir nun im Wasser und können leider nur abhauen. Zum guten Glück können wir schwimmen.
So. Aber das macht sehr viel Hunger. Und wir beschließen uns vorsichtig. Zu sein. Aber er hat uns aus den Augen verloren. Okay. Eine Blume hat Samen nach uns geschleudert. Wir beschließen sie mitzunehmen. Und ja. Finden noch andere Blumen. Aber wir nehmen nicht allzu viele mit, sonst haben wir wieder sehr viel im Inventar, sehr viel im Rucksack und können dadurch nicht mehr so schnell laufen. Ja, mittlerweile habe ich gemerkt, man sollte und nicht allzu nah an Gebäude rangehen, wenn man nicht weiß, was sich erwartet. Aber wir haben alles schon überlebt. Wir werden auch dies überleben. Aber die Endermänner, die sehen schon ein bisschen schlimmer aus. So. Die Hühner müssten leider dran glauben. Aber wir brauchten mehr Nahrung. So. Gut. So. Okay, wir brauchen noch einen Baum. Okay, gehen wir nach oben. Damit wir uns noch ein paar Werkzeuge herstellen können, um dann in die Mine zu gehen. Oder in die Höhle, wo wir dort gefunden haben. Okay, mit dem Reis kann man sicher was herstellen, das ist gut. Nehmen wir das mit. Die Eier weiß ich jetzt nicht. Die lassen wir mal drinnen. Machen wir uns eine Steinspitzhacke. Ist nicht so schwer zum Herstellen, aber wir schafften es. Gut. Um uns ein bisschen etwas zu braten, machen wir einen Ofen und befeuern ihn mit der Kohle, die wir eingesammelt haben. Es roch nach Chicken Wings und anderen guten Hühnerspezialitäten. Und wir konnten wohlernährt in eine tiefe Höhle reingehen. Von hier oben sehen wir wieder das Creeper-Schiff. Und viele Personen hier unten. Da drüben hat es sogar geschneit. Letzte Nacht oder so. Aber bei uns ist es schön wohlig warm. Fast schon zu heiß. So. Okay.
mit 8 Chicken Wings in der Hand gehen wir runter in die Höhle, die wir gefunden haben, und schauen uns nach Erzen um. Zum guten Glück war ich spezialisiert in der Erzherstellung und konnte wusste schon, wie man Eisen verarbeitet. Kiesel versperrt uns den Weg, war aber kein Problem. Konnten ich sogar mit der Fackel auf die Seite schieben. Und wieder ein Enderman, einer dieser Dorfbewohner-ähnlichen Kreaturen aus der Hölle oder sonst irgendwo. Und wir fanden eindeutig Eisenerz und konnten es gut mit der Steinspitzhacke abbauen. Hatten wir nochmal Glück gehabt, dass wir mit Stein Werkzeuge herstellen konnten. Das war sehr primitiv. Und da fiel mir plötzlich ein seltener Stein auf. Ich inspizierte ihn mal und fand die Farbe irgendwie limonenartig, braun, grün. Ich baute ein wenig ab und sie dann vielleicht zu verarbeiten, aber habe die Lust ein wenig verloren und bin weitergegangen, wo uns nochmals ein bisschen Erz erwartete. So, vorsichtig habe ich mir einem anderen Erz angenähert und habe es als Aluminium entziffert. Weißer Stein, wahrscheinlich Marmor, habe ich in einer Ecke gefunden und es stellte sich heraus, dass es ein großes Marmorvorkommen war, aber es war sehr zäh, darum habe ich es abgebrochen, mehr davon abzubauen. Ein bisschen müde bin ich dann wieder zurückgegangen und habe noch ein bisschen Kohle mitgenommen. Und dieses Geräusch der Endermänner hat mir ein mulmiges Gefühl durch den Magen geschlagen. Aber zum guten Glück waren sie nicht so sehr erzürnt, wenn ich sie nicht in die Augen geschaut habe. Und ich konnte getrost das Erz, das sehr schlecht erreichbar war, abzubauen. So nah am Enderman zu sein, das war sehr... Und ich fiel sogar noch runter. Oh, hat er mir Ohrenschmerzen gebracht. Das war so eklig. Aber ich hab's dann trotzdem noch überlebt. So, die Schaufel war auch mal dran. Und wir haben es geschafft zu entkommen. So, wir flohen von diesem Creeper. Und gingen nochmals kurz in eine andere Höhle. Und sahen irgendwas Rotes und Grün, Blaues. Der Zombie, den wir hörten, haben wir mal ignoriert und probierten, das Rote abzubauen, aber es ging nicht,
Wahrscheinlich war das Rubine, waren das Rubine und ich konnte sie einfach noch nicht mit einer Steinspitzhacke abbauen. Das andere war mir völlig unbekannt, ließ sich leider auch nicht abbauen, aber wir merkten uns den Standort und näherten uns wahrscheinlich dem Zombie bald. Außerdem habe ich recht buntes Erz gefunden, war aber auch nicht abbaubar. Da habe ich es gelassen und bin dann wieder nach oben gegangen, um auszuruhen. Wir waren nämlich sehr, sehr müde. Die Fledermäuse irrten in der Höhle herum. Und ich war ihnen wahrscheinlich ein bisschen zu furchteinflößend. Einen komischen Busch hing an der Decke. Ich entzifferte es als Eisbärbusch. Aber was ich daraus machen konnte, wusste ich da noch nicht. Ich sah einen Dorfbewohner, der von einem Zombie floh und eine Spinne, die mir Schrecken einjagte. Vor einem Zombie floh ich ins Haus, also in den Turm von der Mauer, die ich keinen blassen Schimmer hatte, wer das gebaut hat, wahrscheinlich die Dorfbewohner. Aber sie haben irgendwie nur blöd geschaut und nicht viel gemacht. Wahrscheinlich haben sie es vergessen, wie sie es bauen könnten. So, ich brannte das Eisen im Ofen. Es war wahrscheinlich ein starker Ofen. Und lag mich dann tief in der Nacht ins Bett. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Aufnahmesession. Dankeschön fürs Zuschauen und bitte gebt mir ein bisschen Feedback. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich noch ein bisschen spannender machen. Und ja, ich habe ein bisschen Probleme mit den Zeiten, also ein paar Sachen sind halt Vergangenheit gewesen. Aber das ist irgendwie in einem Buch auch so, keine Ahnung. Ich lese nicht so viele Bücher, sorry, ich bin nicht so gut. Aber ja, mir macht es irgendwie Spaß und ja, da kann man sich mal anders verhalten und vielleicht auch etwas Neues entdecken. Also, jo, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.